Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play. Dieses Spiel. Mass Effect Andromeda. Wir wollten. Wollten wir noch was machen? Ich glaube, das habe ich gemacht. Jetzt wollte ich da runterfahren. Mal gucken, was passiert. Ich habe jetzt hier einige Tage nicht gespielt. Deshalb bin ich etwas verwirrt, was gerade passiert. Also nicht direkt verwirrt, aber. Man wird schon verstehen, was ich meine. Hallo, sitze ich. Schau mal, jemand hat unser SOS empfangen. Ohne Scheiß, es hat funktioniert. Menschen, okay. Ah, cool, ultraviolettes Licht, ist auch geil. Dann alle, die gern Wasser trinken. Angeblich hat jemand eine saubere, ja. Keine Lust, das zu lesen. Baba Quad. Auch schon ein Name. Ja, liebes Tagebuch. Könnt ihr lesen, wenn ihr es wollt. Jetzt reden wir erstmal mit den Ohrschlägern. Wir haben ihr SOS erhalten. Um was für einen Notfall handelt es sich? Oh, also es geht nicht um Leben oder Tod oder so. Es ist nur, unsere Pflanze da drüben stirbt. Erklären Sie das sofort. Was zum Teufel kann an einer Pflanze so wichtig sein? Wir verdienen damit hier draußen unser Geld. Unsere Pflanze, also sie hat... Heilkräfte. Wage anzuzweifeln. Heilkräfte. Das klingt gut. Und wir verkaufen sie an, naja, Kunden, die medizinische Drogenhändler anscheinend. Aber unser UV-Lampendings ist kaputt gegangen und jetzt wird die Pflanze sterben. Sie machen einen schlauen Eindruck. Vielleicht finden sie eins. Von wegen medizinisch. Natürlich geht es hier ausschließlich um Medizin. Total, so ein Anti-Beauty-Dings. Vielleicht hat es noch andere Vorteile, aber in den Badlands darf man nicht wählerisch sein. Ich werde diesbezüglich auf Sie zurückkommen. Oder auch nicht. Das erste von dem, was Sie gerade gesagt haben, das nehmen wir. Nicht vergessen, ein UV-Lampendings. Kann ich nicht einfach direkt in den Kopf ballern? Wird mir noch was gesagt, ne? Diese Pflanze verfügt über einzigartige pharmakologische Eigenschaften. Sie liefert ein starkes Antibiotikum. Bei höherer Dosis kann es allerdings psychoaktive Effekte auslösen. Dann haben Sie also nicht komplett gelogen. Es ist ein Heiler. Das könnte dem Kranken in der Nexus-Zuflucht helfen. Ja, okay, und jetzt? Das Ding ist heile, so wie es aussieht. Also ich hab keine Quest dafür. Ich muss ein UV-Lampendings finden anscheinend, aber bin mir auch nicht sicher. Gucken wir mal auf die Karte. Oh Gott, hab ich viele Aufgaben. Na, erstmal will ich dahin. So. Direkt hier unten ist es wahrscheinlich nicht, oder? Ich meine, ich habe glaube ich gar keine Aufgabe dafür bekommen. Das ist auch ein bisschen komisch, weil sonst kriege ich ja wenigstens so eine. Nebenaufgabe wie, hey, das guck mal. Wenn Sie das sagen, glaube ich Ihnen weniger. Das macht es nicht weniger wahr. Also ich weiß echt nicht wieso, aber dieses Spiel ist echt anstrengend für die Augen. Das habe ich hier so, wenn ich dieses Spiel wieder spiele, dass meine Augen erstmal halt sterben. Gucken wir uns das mal hier oben. Vielleicht haben die ja ein komisches Sofort-Dingens da. Okay, die Tür geht schon mal auf, obwohl ich noch nicht mal in der Nähe bin. Ja, Helios-Dinger können wir auch mal gebrauchen. Da ist noch ein Behälter. Wahrscheinlich gar keinen Platz mehr, oder? Ah, doch, ich habe ja wieder ein bisschen mehr Platz. Stimmt. Okay, dieses Geräusch hat sich ekelhaft angehört. Machen Sie jetzt bitte nicht mehr, Drag. Hallo. Okay, ich habe gerade den L-Rad-Antrieb eingefahren, weil ich dachte, oh, wie geht's ja gerade noch hoch? Ich brauche gar keinen. Dann so, oh, ich brauche ihn doch. Und dann ging er nicht mehr so schnell auszufahren, leider. So wie hier zum Beispiel. Er sagt erst so, ja, so viel Steigung ist das gar nicht, aber. Ist anscheinend doch so viel Steigung.
Wo ist denn das Ding? Also lass uns mal kommen. Ich hoffe, es nicht ist da oben. Okay, ne. Wir müssen erstmal rumfahren. Ich denke, hier brauchen wir keine Allraden mehr. Ich könnte Ihnen für einige dieser Teile ein Upgrade besorgen. Klar, noch mehr Scheiß, an den ich mich gewöhnen muss. Aber okay, vielleicht, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist. Also deren Dialoge sind echt fucking langweilig und ich habe keine Ahnung, wer auf die Idee kommt. Kam, jo, geile Idee, machen wir das so. Ich meine, kann man machen, diese Fortbewegungsart? Sie ist nicht so effektiv aus, aber wenn der Nomad so fahren kann, warum nicht? Oh. Ah, ich sehe es gleich schon. Aber ich sehe meinen Marker, das kann auch sein. Nicht runterfallen? Wo ist es denn? Okay. Was ist gerade passiert? Ich bin da, wo ich hin wollte, in etwa. Aber ja, er hat nicht ganz funktioniert. Kann ich ja wissen, dass man hier durch die halbe Welt glitscht. Aber auch mal lustig zu sehen, ein Glitch im Spiel. Problem ist es nur, dass ich nicht mehr so gut an meinen Nomad rankomme, oder? Das ist, der ist runtergerutscht, das ist gut. Nur den Scheiß hier finden. Nee, 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 nee. So. Ist doch hier oben in so einer ganz kleinen Wurzel. Was soll denn das? Ui. Puh. Okay, haben wir das hier. Jetzt hier hin, da ist zum Tatort gehen. Was auch immer das ist. Schon Tatort, aber gut. Erinnern Sie sich noch an die letzten Vorbereitungen, bevor die Archen abgeflogen sind? Nein, nicht. Pathfinder, wir nähern uns Charybdis Point. Ist das gut? Das Exilantenlager aus Pathfinder. Wen Caribs Aussage der Morgen getan hat, sollen wir hier in der Nähe vergraben. Könntest du bitte nicht dreimal durcheinander reden? Ich habe ihn gefunden. Cool. Das Ding ist im Arsch. Die Energiequelle des Transponders ist erschöpft. Dann laden wir ihn wieder auf. Sobald er aktiv ist, kann Gil seine Magie wirken. Anschließend sollten wir die Position des Archons ermitteln können. Und danach auch die Meridians. Wenn man Fortschritt, würde ich mal erstmal sagen. Damit sind wir unserem Ziel, uns in Helios ein Zuhause aufzubauen, einen großen Schritt näher gekommen. Oh klar, der schwierigste Teil liegt eindeutig hinter uns. Ist das meine Hauptquest gewesen? Reyes braucht nach wie vor ihre Hilfe bei der Untersuchung der Morde in Kedera Port. Ja, ich weiß. Meine Fresse. Was ihr lesen wollt? Warum machen wir das gerade nicht? Na, Arschloch. Willkommen in Charybdis Point. Mein Name ist Mallox. Suchen Sie einen Unterschlupf? Wir haben ein paar freie Betten. Essen und sauberes Wasser kosten extra. Danke, nein. Ich sehe mich nur um. Nur zu. Aber machen Sie keinen Ärger. Ihre Geschichte. Wie sind Sie auf Kedera gelandet? Ich bin mit Sloan von der Nexus gekommen, konnte aber ihre Schutzgebühr nicht bezahlen. Also musste ich Kedera Port verlassen. Sie hat sie rausgeworfen? So lauten die Regeln. Wer die Gebühr nicht bezahlt, darf nicht auf dem Berg wohnen. Die ersten Monate waren hart. Kein Wasser, keine Waffen zum Jagen.
Ich dachte wirklich, ich würde hier draußen sterben. Aber sie haben überlebt, ne? Offensichtlich haben sie es geschafft. Ich bin nicht 600 Jahre lang gereist, um hier zu verhungern. Ich habe andere Exilanten gefunden. Und die Theorie, gemeinsam sind wir stark getestet. Und so entstand Charybdis Point. Ermordeter Kogana? Einer ihrer Nachbarn wurde ermordet. Seer ist tot? Ziemlich. Wissen Sie etwas, das mir hilft, seinen Mörder zu finden? Nein. Seer hatte die Angewohnheit, jeden zu erschießen, der seinem Rasen zu nahe kam. Trotzdem war der mürrische Mistkerl durchaus nützlich. Die meisten überlegen es sich zweimal, ob sie dich überfallen, wenn ein Kroganer nebenan wohnt. Vergiftete Angara? Mein Trupp und ich sind nicht weit von hier auf ein angaranisches Dorf gestoßen. Die Einwohner wurden vergiftet. Jemand hat ihre Wasserfilter manipuliert. Kein schönes Ende. Sie haben was zu tun? Ich habe ein Log gefunden, in dem von Schwierigkeiten mit diesem Lager die Rede war. Wissen Sie was darüber? Nein, tut mir leid. Ich verkaufe nur Betten. Und sauberes Wasser. Mir gefällt nicht, was Sie damit andeuten, Pathfinder. Junge, ich breche dir dein fucking Genick. Was denkst du, wer du bist? Nehmen Sie jetzt ein Bett oder Sie verschwinden. Bitte. Willkommen zurück. Charybdis Point. Läuft Ihr Geschäft hier draußen gut? Unser Etablissement mag nicht nach viel aussehen. Aber nach ein paar Nächten in den Badlands sind wir praktisch das Hotel Azur. Saubere Betten, warmes Essen und der einzige Ort weit und breit, wo es ordentlich gefiltertes Wasser gibt. Nice. Das sind auf Kedera bedeutsame Annehmlichkeiten. Ja, dann mal tschüss, ne? Aha. Ja, was soll ich jetzt scannen? Ah, hier unten ist auch noch was. Okay, verstehe. Also ich würde den gerne das Genick brechen hier auf jeden Fall. Ein Datenpad? Ausgeräumt. Wasserfilter. Bauart und Design passen zu denen aus dem Angara-Dorf. Stehlen hat nicht gereicht. Ne? Die Exilanten haben also das Design der Angara gestohlen und sie dann auch noch getötet. Der Kampf ums Überleben bringt den vielen das Schlimmste hervor. Hey! Sie konnten es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Filter. Sie haben das Design von... Ich sehe mich nicht. Ich sehe nur mein Zähnchen durchleuchten. Das geht Sie nichts an. Verschwinden Sie. Solange Sie noch können. Ich gehe nirgendwo mehr rein. Sie haben ein ganzes Dorf ermordet. Ich verschwinde erst, wenn ich den Grund dafür kenne. Wir sind zu Ihnen gegangen. Fast verhungert. Fast verdurstet. Aber statt uns zu helfen, haben uns diese Mistkerle ausgeblutet. Credits. Kleidung, Waffen. Sie haben alles genommen. Nicht alles. Sie haben überlebt. Sie haben sich hier eingerichtet. Die Angara wissen als Einzige, wie man das Wasser dieses Planeten richtig filtert. Wir wollten nur autark sein. Ich habe ihnen Geld für das Design angeboten. Sie haben abgelehnt. Also haben sie sie vergiftet. Und ihr Geschäft stillgelegt. Verdienen Gerechtigkeit. Ich lasse nicht zu, dass Sie damit durchkommen. Ich wusste, dass Sie das sagen würden. Tötet sie! Oh Gott, endlich. Ich muss mir gerade am Ohr kratzen. Blöden Arschlöcher. Ich liebe diesen Trupp. Wenn wir die hätten überleben lassen, dann wäre es wahrscheinlich, dass wenn es überhaupt geht, dann hätten wir die wahrscheinlich für uns diesen Kampf gegen den Archon bekommen. Aber ich meine, fick diese Leute. Das sind blöde Arschlöcher. Ist hier noch irgendwas? Nö, doch. Hatten wir das Datenpad schon? Ja, hatten wir schon.
die Agara jetzt ein bisschen Gerechtigkeit erfahren. Das ist ein cooler Spruch. Das ist kein kleiner Sieg, Kleiner. Was war hier? Reyes, ich bin jetzt am Tatort. Okay. Sehr gut. Ich habe einige Informationen über den Toten. Er war ein männlicher Kroganer namens Zier. Ich weiß. Man hat ihm den Bauchpanzer herausgebrochen, bevor er erschossen wurde. Das ist kein schönes Ende, ne? Armer Kerl. Er war keiner meiner Leute. Führen Sie Ihr Scanning durch. Suchen Sie nach allem, was uns einen Hinweis auf den Mörder liefern könnte. Scanning. Hallo. Aha. Diese Fußabdrücke sind eindeutig angaranisch. Ich zähle mindestens 3 Angreifer. Die Spuren deuten auf einen Hinterhalt hin. Das passt ins Profil der Roka. Das ist doch schon mal ein Anfang. Kiste. Okay, geht's hier wahrscheinlich dazu? Angaranisches Blut. Das passt zu ihrer Roka-Theorie, Reyes. DNA liefert keine Hinweise auf politische Zugehörigkeit. Ach Mensch. Scannen Sie weiter. Wir brauchen eindeutige Beweise. Ende des Logs. Was soll ich jetzt noch scannen? Das hier? Weil hier sollte nicht so sein. Ah, hier ist ein Messer. Okay. Detective Freddy weiß nicht weiter. Na, da ist was. Flasche. Ein Messer. Der Mörder muss es auf der Flucht fallen gelassen haben. Auf der Klinge ist irgendetwas eingraviert. Das ist Chilesh, die Geheimsprache der Angara. Ein Zuhause voller Fremder wird zu einem Gefängnis. Klingt stark nach den Roka. In Verbindung mit der DNA und den Fußabdrücken untermauert diese Gravur die von Mr. Vidal vorgebrachte Theorie, Pathfinder. Dann statten wir dem hiesigen Roka doch mal einen Besuch ab. Ja, wäre eine Idee, ne? Sie wissen, wo Sie sind? Dachten Sie, ich hätte die ganze Zeit nur faul auf meinem Arsch gesessen? Ja, eigentlich schon. Ich sehe den Ort direkt vor mir. Schicken Sie mir die Koordinaten. Diese Morde finden heute ein Ende. Gut. Vielleicht werden sie ja sogar. Ach, ich habe hier irgendwas mit dieser Leiche gesehen und dachte, das ist diese Quest hier. Was war das? Vergiftete Zeug. Ja. Ich würde sagen, haben wir erstmal den Schatz hier. Das ist ein Außenpostenstandort. Wahrscheinlich können wir, ich weiß nicht, ob wir den schon setzen können. Ne, wir brauchen wahrscheinlich 80% dafür erst. Also wahrscheinlich erst den, Ding anmachen, das Gewölbe. Warum mögen Sie mich? Wir Turianer haben die Kroganer nicht gerade gut behandelt. Sie sind nicht wie die meisten Turianer, Vetra. Er geht unter die Erde. Ich hoffe, es gibt einen Weg darunter. Ansonsten brauchen wir einen echt großen Bohrer. Sam, noch eine Erinnerungsbenachrichtigung? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Okay, da darf ich nur das Kino hier noch nicht so wirklich hin. Weil da ist nicht so viel Platz. Was geht unter die Erde? Was für ein großer Bohrer? Der da? Der Monolith? Na, ich muss irgendwie wahrscheinlich in die Mitte, weil da der Schatz ist. Noch ein Mordopfer. Ich habe die relevanten Informationen erfasst. Beste Leben. Junge, willst du mich verarschen? Da ist doch kaum was. Meine Fresse, ey. Also man kann es doch ein bisschen übertreiben mit der Scheiße. Da hat sich so der Entwickler sagt so, ja nee, also da ist noch tief genug. Und eigentlich ist auch schon Feierabend. Da ziehe ich die Zone einfach komplett rüber. Okay, keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Wahrscheinlich von der anderen Seite aus. Da dachte ich gerade, ich sterbe. Das ist übrigens eine sehr gute Textur hier. Nicht. Komme ich da überhaupt irgendwie hin? Ich sehe nämlich alles aus, als würde ich da gar nicht hinkommen. Ich lasse mein Auto erstmal stehen. Ich mache das sowieso alles so mit kaputt, glaube ich. Dann fahre ich da wie rein und sterbe. Ich weiß sonst nicht, wie ich da hinkommen soll, weil da ist nicht genug Weg. Oder so ran. Ist nicht schlecht, glaube ich.
Gehen Sie in Deckung. Da bin ich doch. Also, ich weiß es ja nicht, ob ich gerade irgendwas extrem falsch mache, aber das Ding wirkt echt scheiße. Ach, was ist denn weiter unten? Hä? Ach, mein Fress ist direkt hier oder was? Na gut, ich kann drauf zugreifen, ein bisschen leben. Hier gibt doch. Ist doch das hier dann nicht? Okay, es hat doch geklappt, obwohl ich irgendwie es nicht gibt. Das war knapp. Obwohl ich es eigentlich nicht richtig getroffen habe. Aber gut, ich beschwöre mich nicht. Ich hab's. Da denke ich mir so, ja, ist voll schwer. Das kriege ich jetzt nicht hin. Ich muss da rumlaufen. Anstatt einfach mal dahin zu gucken. Bin ich ein bisschen dumm manchmal? Ja, nicht nur manchmal. Ich sehe es so ein. Da ist eine Erinnerung. Hier sind so viele Erinnerungsmatrizen. Ach ja. Studium ist auch noch nicht weiter. Prüfung stehen bevor. In genau einer Woche ist die erste tatsächlich. Also die ersten beiden sogar. Und dann einen Tag später die dritte. Ja. Hoffe ich mal, dass alles soweit ganz gut wird. Wir sehen uns dieses Lager doch an, oder? Gesetzlosen Monolithen. Ja, Drake, mach so weiter, ist nicht schlecht. Okay, ein Gesetzlos-Monolith scannen, wo denn? Ich habe hier keinen gesehen. Das sind Frachtcontainer. Was soll ich denn? Warum soll ich den Frachtcontainer scannen? Das ist mein Ziel. Für das UV-Lichtdingens? Ah, okay. Ach so. Das Ding heißt so, ich muss nicht zwei Gesetzlos-Monolithe finden, ich muss hier zwei Glyphen scannen bei dem Gesetzlos-Monolith. Warum kann ich schießen? Wer auch immer diese anderen sind. So, wo gehen die Glyphen denn hin? Eine müsste dann da oben dran sein, ja. Und die andere ist dann in die Richtung. Wo ist so eine Kiste, die ich haben will? Ne, Loot war hier einfach nur, nicht Kiste. Das sieht doch auch aus wie so ein Gegner, der mich töten will. Und da scheint die nächste zu sein. Ja, wenn du meinst, wir können es ja gerne mal testen. Warum haben wir die nicht töten können? Was ist denn das? Wahrscheinlich sollte der Eilrauch die töten. Ja, ich wollte so lockieren. Okay, einer noch. Dann müsste das Gewölbe offen sein. Und da ist noch einer, cool. Meine Nase kribbelt gerade. Oh Gott, das war knapp.
Wer hat den denn so beschissen eingeparkt? Ja, was haben wir jetzt hier vor uns eigentlich? Hier war noch eine Änderungsmatrix, oder? Na gut, dann machen wir erstmal die letzte Leiche hier. Das noch Mineral. Aber hier ist der letzte. Ich weiß nicht, wo das Gewölbe ist. Ich würde sagen, wir machen erstmal das hier und fahren wir runter und dann gucken wir im nächsten Part nach zum letzten Ding. Wahrscheinlich müssen wir hier nochmal hin, weil ich das Ding hier. Oh. Oh Gott, meine Fresse. Ich bin nochmal gesprungen, ein Stück nach vorne in die Suppe gefallen. Erstmal einen leckeren Arizona-Eistee trinken mit Wassermelonengeschmack. Ich weiß gar nicht, wieso ich den so mag. Also, ich mag ihn gar nicht so gerne, aber irgendwie kaufe ich ihn mir immer. Nein, nein. Böses Auto. Man muss mal schnell sein, sonst gibt der Nomad auf und fährt selber. Nee, anscheinend nicht. Jetzt, danke. Danke, so. Wir müssen vermutlich von anderen aushören. Ich wollte ja eigentlich alle umfahren. Schade, dass es nicht geht. Ich sollte mir echt eine Shotgun zuholen. Ich glaube, das würde mir echt helfen beim Kampfstil. Nope. So. Was soll's der Arschlöcher denn? Warum habe ich mir das nicht markiert? Stimmt, ich habe ja. Musste ja laden, leider. Okay, in die Richtung ist es besser. Okay, wahrscheinlich hier vorne und nicht da irgendwo. Das dürfte es gewesen sein. Wir haben gefunden, was möglich war. Scenarios ist die nette gewesen, ne? Ja, und Drexel, er hat ja gesagt, gehen wir zu Scenarios zurück. Und Drexel ist das Arschloch, was dafür Geld geben will, aber. Junge, was sind 10.000 Credits oder? Wahrscheinlich gibt dem 3 oder so. Hui. Arschloch. Okay, jetzt wollte ich hier langfahren. Fahr noch kurz hin. Pass ich auch gleich vorbei. Alles okay? Bestens. Die alten Rohrleitungen knirschen ein wenig, sonst nichts. Sogar der Großteil meiner Innereien ist synthetisch. Ich würde sie ersetzen lassen, aber wahrscheinlich gilt hier draußen die Garantie nicht mehr. Ich vergesse, was hier die Aufgabe war. Das war knapp. Kurz mal eingeparkt. So. Dann gucken wir uns noch mal kurz das Gebäude hier von innen an. Wenn ich mal so eine Katana-Schrotflinte. Ich glaube, ich kann hier on the fly nicht wechseln, oder? Ja, kurz auf die Karte gucken. Also, im nächsten Part. Ah, wir können sogar zurückfahren, das ist nice. Dann würde ich sagen, im nächsten Part holen wir uns dies und dies, fahren dann irgendwie hier wieder zurück, auf Kadera suchen. Okay, ist einfach nur irgendein Ding. Und das ist das. Ja, okay, das können wir auf dem Rückweg noch machen.
Und dann machen wir, also im nächsten Part machen wir hoffentlich alles. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.